So, herzlich willkommen zum Tutorial des vierten Silberkurses der Jugendmusikschule Bad Säckingen, wieder mit der Gabi und der Birgit. Die heutigen Themen sind das rhythmische Motivgedächtnis, Zwei- und Dreiteilung, Tonleitern schreiben und Melodien ergänzen. Viel Spaß dabei! Ja, dann werde ich beginnen. Ich begrüße euch auch. Gleich steigen wir ein, schon in das rhythmische Motivgedächtnis. Das hört sich so kompliziert an, das dreht sich aber nur darum, dass du hören musst. Ich spiele zweimal denselben Rhythmus oder einen anderen Rhythmus. Ich spiele also zwei Stücke vor und du musst einfach entscheiden, ist es gleich oder ist es nicht gleich. Ich habe das jetzt hier gemacht mit Daumen hoch ist gleich, Daumen runter ist ungleich. Das heißt, du machst einfach so für dich jetzt Daumen hoch, Daumen runter und ich sage dir dann gleich, wie die Lösung dazu ist. Also hör gut zu. Da wäre der Daumen oben. Richtig. Genau, und die Birgit hat es auch gemacht. Sie macht es euch noch sichtlich hier. Das ist sehr schön. Die nächste Melodie kommt, der nächste Rhythmus kommt. Daumen runter. Und das nächste Beispiel. Oh, Entschuldigung, mein Finger wollte nicht mit. Daumen runter. Genau, ich gehe jetzt schon weiter. Und zwar geht es um die Zweiteilung und die Dreiteilung. Ich erkläre kurz nochmal, was das ist. Bei der Zweiteilung geht es darum, dass in einem Puls zwei Töne zu hören sind. Also wenn man so will, wenn ich jetzt hier vier Pulsarten hätte, so 1, 2, 3, 4, wird man ti, 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 ti hören. Oder halt, man kann es auch anders schreiben, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Zum Beispiel ta, ti, 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 ta. Oder jetzt hier auch eine, die mal in 4 geteilt ist. Ja? Ta, ti, 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 ta. Das wäre die Zweiteilung. Man hört also immer so zwei, einen Impuls, so eine 2 drin. Ja, das hört man oft bei der Blasmusik, wenn sie durch den Ort marschiert, in einem Marsch drin. Aber nicht nur, es gibt auch Märsche in Dreiteilung. Ja? Die Dreiteilung heißt, in einem Puls spürt man so eine Dreiteilung. Ja? Also man hat hier auf einen Schlag immer 3 Töne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oder zum Beispiel kann es natürlich auch sich so anhören. Ta, ti, 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 ta. Jetzt habe ich ti gesagt, muss ich es nochmal machen. Ta, ti, 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 ta, ti, ta. So wäre es richtig. Ja? So, ich mache Beispiele. Du darfst einfach deinen Finger jetzt auf 2 oder 3 Teilung nehmen und die Lösung sage ich dann an. Hör gut zu. Das wäre die Dreiteilung. Genau, nächstes Beispiel. Das wäre die Zweiteilung. Ich habe noch ein Beispiel.
Hier wäre die Dreiteilung richtig. Noch ein Beispiel. Und hier wäre die Zweiteilung richtig. Genau, Tipp für die Prüfung, fang nicht an loszurechnen, verlass dich auf dein rhythmisches Gefühl, mach ein Kreuz hin und es ist immer so, wenn man ganz sicher ist, ist meistens die Dreiteilung, die hört man super gut. Ja? Wenn man unsicher ist, ist meistens nicht die Dreiteilung, weil man sich dann so ein bisschen durcheinander bringen lässt. Ja? Also die Dreiteilung hört man meistens sehr, sehr viel besser als die Zweiteilung. Wenn du unsicher bist, dann wird es wahrscheinlich eher die Zweiteilung sein. So, dann gebe ich das weiter an die Birgit, die jetzt Tonleitern mit dir schreiben will. Ganz genau. Ich muss mich noch entstummen, gell? Hier habe ich es auch schon. Tonleitern schreiben. Wir hatten ja das Thema mit den Tonleitern schon, mit genauer Erklärung, Halbtonschritte, woraus besteht sie denn so genau. Ich möchte jetzt heute einfach nochmal mit euch eine Übung machen, indem ich euch eben auch zeige, wie das in der Prüfung aussieht. Zuerst müsst ihr eine Dur-Tonleiter mit Dreiklang schreiben. Also steht dann dran, die vorgegebene Dur-Tonleiter. Setze den Notenschlüssel an den Beginn der Notenzeile, notiere die Vorzeichen an den Anfang der Tonleiter und kennzeichne die Halbtonschritte. Jetzt merkt man gerade einen kleinen Moment, Birgit, der Ton war jetzt gerade weg. Oh, vielleicht kann ich es nochmal ergänzen. Ich kann es nochmal ganz kurz ergänzen, dann macht die Birgit weiter. Also du guckst ja vor allen Dingen jetzt an, was ist dunkel geschrieben, das ist der Prüfung auch so. Das hat man nämlich jetzt gerade ganz schlecht gehört. Genau. Wichtig sind die fett gedruckten Worte, die sagen eigentlich schon alles. Wir haben jetzt hier die B-Dur-Tonleiter und einfach ganz wichtig, schreib als erstes deinen Notenschlüssel vorne hin. Du musst nicht in beiden schreiben, sondern einfach Violin- oder Bassschlüssel, was dir leichter fällt. Dann sofort die Vorzeichen, danach die Noten. Ihr müsst nur nach oben schreiben. Also nur eine Richtung. Und wie immer bei den Tonleitern, macht einfach ganze Noten. Dann braucht ihr keinen Notenhals hinzuschreiben. Das ist immer so der Tipp, dann kann man nicht so viel falsch machen. Einfach ganze Noten. Genau, und hinten noch übereinander der Dreiklang. Es wird in der Prüfung angesagt, ob mit Oktave oder nicht. Nehmt euch kurz Zeit, überlegt mit den vielleicht mit den Merksprüchen, wie viele Vorzeichen hat B-Dur. Könnt jetzt einfach kurz auf Pause klicken. Ich mache jetzt gleich weiter mit der Lösung. Aber so, dass ihr es euch oder du dir es notieren kannst, aufschreiben kannst als Übung, einmal kurz pausieren und ich mache sofort weiter mit der Lösung. Genau, ich habe jetzt mit meinem Programm das nicht ganz so hingekriegt, gerade mit den ganzen Noten. Ich habe jetzt hier Viertel genommen, aber wie vorhin gesagt, einfach ganze Noten. Schaut als erstes, Violinschlüssel wirklich, fängt da auf der G-Linie an, Bassschlüssel auf der F-Linie. Dann ganz genau gucken, die Vorzeichen, ist der Bauch vom B wirklich auf der Linie oder zwischen den Linien B und S, hat B-Dur zwei Vorzeichen. Dann einmal beim B starten und hoch bis ins hohe B. Und hier zwischen dem dritten und vierten und dem siebten und achten Ton das Zeichen für den Halbtonschritt reinmalen. Und runter braucht ihr nicht, die habe ich einfach als Ergänzung mit dazu. Dann ganz wichtig noch, hier hinten, oh, jetzt ist es ein bisschen fett geraten, müsst ihr das Vorzeichen nochmal hinschreiben. Ja? Nicht, es reicht tatsächlich für den Dreiklang nicht, dass es vorne steht, sondern ihr müsst es hier hinten hinschreiben. Dreiklang besteht immer aus dem Grundton, also dem ersten, und dann einfach die zwei drüber, die entweder wieder so wie hier jetzt auf der Linie oder dann die beiden zwischen der Linie. Oder man merkt sich vorne die Prim, also der Grundton, die Terz und die Quinte. Erster, dritter, fünfter.
Ganz genau. Habe ich was vergessen? Alles gut. Super. Dann gehen wir weiter. Das ist die eine Aufgabe mit der Dur-Tonleiter. Und dann müsst ihr natürlich noch eine Molltonleiter inklusive Dreiklang schreiben. Ist genau das gleiche Prinzip. Die dicken Worte sagen wieder, was zu tun ist. Hier habe ich jetzt die C-Moll natürlich. Ja, auch hier nehmt euch kurz Zeit, findet raus, welche Vorzeichen C-Moll natürlich hat. Wieder der Tipp in der Prüfung, schreibt ihr euch natürlich zuerst den Quintenzirkel auf, dann könnt ihr nachschauen. Oder ihr rechnet einfach mit der kleinen Terz nach oben, dann habt ihr die parallele Durtonleiter und kommt dann auch so auf die Vorzeichen. Könnt wieder auf Pause drücken. Ich gehe jetzt schon weiter mit der Lösung. C-Moll gehört zu S-Dur und hat somit 3b. Gucken wieder hier vorne, Violine und Bassschlüssel, steht alles dran. 3b, B, S und As, bitte genau in dieser Reihenfolge nicht durcheinander würfeln und genau auf den Höhen. Ihr müsst keine Taktart hinschreiben. Alles, das könnt ihr euch auch quasi wegdenken. Und dann starten wir in C bis C. Wieder ganze Noten, keine Hälse. Und haben hier die Halbtonschritte zwischen 2, 3 und 5, 6. Kontrollieren wir schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Hinten haben wir wieder den Dreiklang. Und auch hier fehlt noch das Vorzeichen, das ihr eintragen müsst. Da fehlt es noch beim S. Ja, hier seht ihr es jetzt mit auf, also zwischen den Linien, die Töne. Genau. Wenn jetzt, das ist ja die C-Moll natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass ihr die C-Moll harmonisch schreiben dürft. Dann müsst ihr dran denken, dass ihr hier vor dem siebten Ton, ja, ihr schreibt sie natürlich nur hoch, ich mache es jetzt einfach der Richtigkeit halber auch nach unten, das Auflösezeichen schreibt. Ja, ihr müsst ja den siebten Ton bei der harmonischen erhöhen. Wenn jetzt die melodische kommt, wird der sechste und siebte Ton erhöht. Wir haben auch beim A, müssen wir kein A-Is schreiben, sondern es ist ja ein Ass. Also muss ich auch hier die Auflösezeichen hinschreiben. Sechster und siebter, hoppla, Ton. Und beim Runterweg ist es aber wieder normal, weil ich jetzt hier einen Taktstrich habe, müsste ich die Bs nicht mehr hinschreiben. Ich mache es jetzt aber trotzdem einfach, dass man es gut sieht. So sieht sie dann am Runterweg wieder aus. Ne? Ja? Es verändern sich da auch die Halbtonschritte. Das könnt ihr aber alles ganz genau im anderen Tutorial noch nachschauen. Ich wollte es jetzt nur einfach noch ergänzen, dass ihr seht, wie er vorgeht. Schreibt die natürliche und überlegt euch dann, wie ihr zu den jeweilig anderen kommt. Dann gibt es noch eine dritte Tonleiter, die ihr schreiben dürft, und zwar die chromatische Tonleiter. Die chromatische Tonleiter, da müsst ihr natürlich keine Halbtonschritte einzeichnen und auch keinen Dreiklang machen. Das gibt es beides nicht bei dieser Tonleiter. Ihr müsst trotzdem den Notenschlüssel an den Anfang setzen, und zwar in der ersten und in der zweiten Zeile. Es hilft nichts, wenn ihr es nur in der ersten Zeile macht. Ihr müsst in beiden Zeilen den Notenschlüssel, euren Notenschlüssel hinschreiben, Violin- oder Bassschlüssel. Und dann steht hier der Startton für den Violinschlüssel, ist das kleine A. Der Startton für den Bassschlüssel ist das große A. Und dann guckt ihr, wo ist es? Und dann müsst ihr über eine Oktave hoch, Vorsicht, raufwärts schreibt man mit Kreuz und abwärts schreibt man dann mit B. Auch hier, während ihr das macht, drückt wieder kurz auf Pause, ich löse jetzt auf. Ihr braucht natürlich keine Vorzeichen vorne hin, sondern die Töne werden oder die Vorzeichen werden zwischen reingeschrieben. Als Tipp, wer sich sehr unsicher ist,
Könnt ihr eh machen, auch für alle anderen Aufgaben. Malt euch eine kleine Klaviertastatur auf euer Prüfungsblatt. Dann könnt ihr immer gucken, wo die Halbtonschritte sind. Ich merke mir sonst immer den Chef, also zwischen C und H und zwischen E und F sind keine Halbtonen. Also die sind schon die Halbtonschritte, da muss ich keine weiteren Vorzeichen schreiben. Wir gehen es einmal kurz durch. Wir starten hier unten im A. A ist, eben dann zwischen H und C kommt nichts. C, Cis, D, Dis. Jetzt kommen wir an E und F, da kommt nichts dazwischen. F, Fis, G, Gis und A. Dann geht ihr in die nächste Zeile, ich habe es jetzt in eine Zeile gemacht, macht dort euren Notenschlüssel hin und schreibt dann wieder vom A aus abwärts A, As, G, Ges, F, E, Vorsicht, ne? S, D, Des, C, H, kommt nichts dazwischen, B und A. Und dann sind wir wieder am Ende angelangt. So viel zur chromatischen Tonleiter. Es kann von jedem Ton im Endeffekt ausgehen. Es ist immer das gleiche Prinzip und müsst einfach ganz sauber arbeiten. Also das ist so eine Ding, wo man auch wirklich kontrolliert man nachher am besten nochmal zweimal, habe ich wirklich genau zwischen E und F und H und C keine weiteren Töne mit Vorzeichen gemalt und habe ich sonst alle anderen. Genau. Es müssten in jeder Zeile dann 13 Töne sein, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Das könnt ihr auch nochmal kontrollieren. Ja, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ganz genau. Ja, mit der Oktave oben. Wunderbar. Gut, das wär's zu den Tonleitern. Ich habe hier noch einen, vielleicht, wenn er kommt, einen kleinen Witz. Es hat eine Weile gedauert. Nun habe ich sie endlich fertig getöpfert. Meine Tonleiter. Natürlich, wir haben sie nicht aus Ton gemacht, sondern aus Tönen. Und dann noch das letzte Thema für heute. Melodien ergänzen. Ihr müsst in der Silberprüfung nicht ganz so viele Intervalle auseinanderhören, aber für diese Aufgabe sind zumindest, ich würde mal sagen, bis zur Quarte sehr wichtig, dass ihr sie hören könnt. Im Notenbild, jetzt fehlen da noch die Noten, die kommen dann gleich, fehlen zwei Töne. Ihr müsst die fehlenden Töne in das Notensystem schreiben und eventuell erforderliche Vorzeichen direkt vor die Note. Ihr müsst nur entweder Violin- oder Bassschlüssel beantworten. Jede Aufgabe ist zweimal zu hören. Und da machen wir jetzt noch ein paar Übungen. Ihr seht hier die erste Aufgabe. Ich spiele sie euch zweimal vor. Ihr notiert euch vielleicht, welchen Ton ihr hört und dann löse ich auf. Hier kommt auch schon die Lösung. Das erste Ton war ein D. Das zweite ein C. Was immer ganz gut ist, ihr spielt ja alle ein Instrument. Und wenn man beim ersten Mal mitschreibt und sich beim zweiten Mal dann nochmal durchgeht und quasi wie wenn man drücken würde, wie wenn man es selber spielt, kann man auch nochmal oft überprüfen, ob es wirklich richtig ist und so tönt, wie es sein soll. Dann die nächste. Wir zuerst hier einen kleinen F-Dur-Dreiklang, F, A, C, E und dann kam am Schluss der gleiche Ton wie am Anfang wieder. Das gibt es öfters, dass ein gleicher Ton wiederkommt. Kann man sich auch oder kann sich das Ohr auch sehr gut dran orientieren. Gehen wir gleich weiter.
hier hat man jetzt unser erstes Vorzeichen, das Fis nämlich, den Schlusston, den hört man ganz gut, weil es der erste wieder ist. Ich spiele es euch mal noch vor, wie wenn es klingen würde, wenn F dabei ist. Also es ist ein deutlicher Unterschied, es ist eigentlich G-Dur, ne? Dieses Fis als vorletzten Ton in G kann man ganz gut raushören. Dann habe ich noch eine letzte Aufgabe für euch. Genau, hört wieder ganz gut hin, stellt es euch innerlich vor, spitzt die Ohren. Jetzt habe ich falsch gespielt, zweimal sogar. Ich habe einen falschen Ton gespielt. Ich muss es nochmal machen, sorry. Ich spiele es noch einmal. Und zwar waren es zweimal der gleiche Ton. Ich habe mich hier verlesen, es tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, ihr konntet es trotzdem genau hören. Das war das D, B, A, C. Zweimal B. Ja. Das ist ein bisschen trauriger gewesen. Es waren jetzt erniedrigte Töne. Und genau, das ist es zu den Melodien, zu den fehlenden Tönen hören. Es ist sehr gut, wenn man hier gut unterscheiden kann zwischen großer und kleiner Terz, die Quart auch vielleicht gut im Ohr hat, dann kommt man sehr, sehr gut durch. Hast du denn noch einen Tipp, Gabi, für die ganzen Hörer und Hörerinnen? Nee, eigentlich der Tipp war noch mit dem Dur und Moll, wenn man das vielleicht noch hört, ob es traurig oder glücklich klingt, dann kann man auch schon mal so ein bisschen bestimmen, kommt ein Vorzeichen hin oder kommt kein Vorzeichen hin? Was, mit welchem Ton fängt die Melodie an? Was werden das für eine Tonart? Und dann kann man so ein bisschen auch schon mal merken, oh, da könnte doch was hinkommen. Und beim zweiten Mal hört man es dann wahrscheinlich ganz gut, wenn man das schon ein bisschen weiß. Ja. So schwer. Dann sind wir am Ende von unserem Thema heute. Genau. Und bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen euch eine gute Woche und melden uns dann wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.